Hier Übungseinsatzleitung Gradwein, Wohnhausbrand B12 in der Murmühlstraße 6a, mehrere Personen vermisst. Eine realitätsnahe Einsatzübung der Freiwilligen Feuerwehren aus Gradwein, Straßengel und Gradkorn mit insgesamt 68 Feuerwehrfrauen und Männern und 11 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Diese Übung fand am 23. September am ehemaligen Areal der Firma Drumedal statt. Erste Fakten zu dieser spektakulären Übung liefert uns nun Hauptbrandinspektor Johann Klauninger. Um welche Schadenslage ging es bei dieser Übung genau? Die angenommene Schadenslage war ein Bürogebäudebrand mit mehreren vermissten Personen. Alarmiert wurde mit dem Alarmstichwort B12. Das heißt, dass bei der Erstalarmiert folgende Feuerwehren mit dabei sind. Das wäre einmal die eigene Feuerwehr, die Feuerwehr Eisbach-Rhein, Krakhorn, Betriebsfeuerwehr Sappi mit der BT-37 und die Feuerwehr Jundorf. Weiters wird noch mit alarmiert dann das Einsatzleiterfahrzeug vom Bereich Graz Umgebung, Polizei, Rettung und der Abschnittskommandant. Diese Feuerwehren waren auch bei dieser Übung mit dabei. Menschenrettung im Kellergeschoss hinterm Tanklager. Zum Einsatz vor. Zum Übungsszenario gehörte ein Kellerbrand im Bereich des Heizraumes, ein Kleinbrand in einem Büro und im Gebäude eingeschlossene Personen, darunter eine Person mit russischer Muttersprache ohne Deutschkenntnisse. Im Großen und Ganzen ist die Übung sehr gut verlaufen. Die 7 vermissten Personen konnten von dem 5 Atemschutztrupp zeitgemäß geborgen werden. Anschließend wurden die geborgenen Personen von dem Atemschutztrupp am Rettungsplatz den Sanitätern übergeben. Doch bis es soweit war, hatten die Einsatzkräfte noch viel Arbeit vor sich. Die zuständige FF Gradwein errichtete die Einsatzleitung. Unterstützung kam vom Einsatzleitfahrzeug des Bereichs Feuerwehrverbandes Graz Umgebung aus Raba. Die Gradweiner Florianis begannen sofort mit dem Vorbereiten einer Löschleitung und rüsteten sich zur Menschenrettung mit Atemschutz aus. Zugleich errichteten sie eine Saugstelle bei einem Löschwasserbrunnen direkt am Firmenareal. Die FF Jundorfstraßengel hatte den Auftrag, einen Wasserbezug mit mehr als 400 Meter Länge direkt von einem Hydranten herzustellen und im Heizraum eine verunfallte Person aufzuspüren und zu retten. Jetzt schon, nächste Trupp, kann schon gehen. Der Atemschutzwart der FF Jundorf leitete in der Folge den Atemschutzsammelplatz. Die FF Eisbach-Rhein kümmerte sich um einen weiteren Löschwasserbrunnen am Betriebsgelände und hatte die Aufgabe, die umliegenden Hallen zu schützen. Nebenbei stellte die Wehr einen weiteren Atemschutzrettungstrupp. Die Freiwillige Feuerwehr Gradkorn übernahm ebenfalls den Objektschutz mit einer C-Löschleitung und einem Hydroschild und stellte ebenfalls einen Atemschutzgeräteträgertrupp zur Menschenrettung. Die Betriebsfeuerwehr Sappi unterstützte die Übung mit ihrem Spezialfahrzeug mit Teleskopmastbühne, die einen Löschangriff auf 37 Meter Höhe ermöglicht. Ich möchte mal recht herzlich Danke sagen, dass ihr heute an unserer Übung teilgenommen habt. Gell? Man hat jeden Tag so eine Möglichkeit, dass man so ein Gebäude kriegt und sowas beüben kann. Ich möchte recht herzlich Dank für euer Kommen und euer Mitmachen. Welche Erkenntnisse konnten aus dieser Übung mitgenommen werden? Bei dieser Übung konnten sehr viele Erkenntnisse mitgenommen werden. Einmal war der Wasservorrat, der was dort vorhanden ist. Und das zweite ist das Zusammenarbeit mit mehreren Feuerwehren, was bei dieser Übung sehr gut funktioniert hat. Ja, wir als LFB Jundorf haben die Aufgabe gekriegt, dass wir Zubringerleiter vom nächstgelegenen Hydranten in der Murhofstraße zuüberlegen. Jetzt interessiert uns natürlich ein bisschen die Statistik. Wie viele Feuerwehren und Feuerwehrleute waren eigentlich fort? Bei dieser Übung waren 5 Feuerwehren mit 11 Fahrzeugen und 68 Mann im Einsatz.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch gleich bedanken bei der Firma Felbermeier, die das uns das Objekt zur Verfügung gestellt hat. Weiters möchte ich mich noch bedanken bei der EM-Technik und bei der Firma Babel, die was uns auch bei dieser Übung unterstützt haben.